Was folgt aus alledem, unserer Meinung nach? Handlungsempfehlung für das, was die Branche, was die Politik, was vielleicht auch Unternehmen selbst dann tun könnten, um damit jetzt umzugehen. Wir haben das gesehen in der Umfrage, dass sich Unternehmen durchaus Unterstützung wünschen. Und tatsächlich sehe ich in dem Bereich auch Potenzial, mit relativ überschaubaren Aktivitäten viel zu bewegen. Denn dieser Knowledge Gap, der vielfach beklagt wird, der ist natürlich durchaus zu schließen. Denn wir haben in Deutschland, wie die Auswertung ja auch gezeigt hat, durchaus prinzipiell das Know-how. Ich denke also, dass es durchaus begrüßenswert wäre, wenn man Big Data, und das gesehen, es ist in vielen Programmen enthalten, aber wenn man das eben auch zentral als Forschungsförderungsthema wirklich etablieren würde, um die Netzwerke zu stärken, um sie stärker sichtbar zu machen. Genauso wichtig aber sicherlich auch, dass man Kompetenzzentren fördert. Die müssen nicht so aussehen wie in Boston, da dieser Hackerspace, könnten aber beispielsweise in Dinge sein wie hier oder vielleicht auch an anderer Stelle in Deutschland, dass kleine und mittelständische Unternehmen, ohne eine große Investition letztendlich tätigen zu müssen, in eigene Ressourcen, die solche Technologien erstens ansehen können und zweitens auch neutral beraten werden können. Drittens, und das ist jetzt der Pitch, den ich Ihnen angekündigt hatte, zu Privacy and Security. Ich bin ja der Meinung, dass Privacy and Security ein Standortvorteil ist, kein Standortnachteil. Ich bin aber andererseits auch der Meinung, dass wir das leider noch nicht genug nutzen. Viel zu selten sehe ich das eigentlich, dass deutsche Unternehmen sich positionieren mit Cloud Made in Germany. Ich sehe so erste Anzeigen von der Sorte. Ich denke aber, dass das ein Wettbewerbsvorteil sein könnte. Das ist natürlich schwer zu prognostizieren, weil wir gleichzeitig Millionen von deutschen Nutzern haben, die ohne groß darüber nachzudenken bei Facebook aktiv sind. Ich glaube aber, dass, wenn es möglich wäre, tatsächlich Dinge auch zu zertifizieren in Deutschland, ein Angebot, was wir zurzeit nicht haben, es gibt außer allgemeinen TÜV-Zertifikaten für Datensicherheit eigentlich nichts in diesem Bereich, dass dann eben auch aus Deutschland neue Produkte und Dienstleistungen mit Wettbewerbsvorteilen entstehen könnten. Dafür würde ich stark werben. Es gibt auch entsprechende Forschung, es gibt Algorithmen, wie man das Ganze unter Schutz der Privatsphäre tun kann. Wir sollten engagierter versuchen, ob wir daraus nicht wirklich einen Wettbewerbsvorteil machen. Klammer auf, natürlich hätte ich auch nichts dagegen, wenn in der politischen Diskussion entstehen würde, wie Datenschutz neu aufgestellt werden kann. Da sind wir natürlich auch im Gespräch mit den Datenschützern bei vielen unserer Projekte. Ich denke aber, dass das andere Zeitskalen sind, denn das sind gesellschaftliche Diskurse, die wir miteinander führen können. Da geht nichts mit Hauruck. Aber zertifizieren die Dinge, die eben unserem Verständnis, unserem europäischen, deutschen Verständnis von Privacy and Security eigentlich entsprechen, das würde eben kürzerfristig gehen. Ja, und schließlich natürlich etwas, was wahrscheinlich am Ende einer solchen Studie oft empfohlen wird. Klar, wir sollten die Potenziale auch dadurch stärken, dass wir aufklären, dass wir Kampagnen machen. Bitkom ist ja schon relativ aktiv, aber auch andere könnten das vielleicht tun, Innovationsnetzwerk und solche Dinge. Also hier, auch hier könnte noch viel letzten Endes getan werden, was man zentral anstoßen könnte. Bei Unternehmen ist natürlich klar, wünschen wir uns technisch-konzeptionelle Vorschläge für Privacy and Security, technisch-konzeptionelle Vorschläge für Privacy and Security by Design. Ich glaube, da sind Arbeiten begonnen worden, selbst durchaus auch aktiv, aber ich glaube, da brauchen wir mehr, die auch anderen zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, Forschungseinrichtungen wären die richtigen Adressaten, um letztendlich auch Schulungen zu erzeugen, in Kooperation natürlich mit Unternehmen. Aber ich glaube, es wird schon wichtig sein, damit dieses Thema ankommt, dass man nicht verwirrt ist von den 50, 60, 70 Anbieterlogos und dass man eben auch beginnen kann mit einem neutralen Einstieg. Und das sehe ich eben sehr, sehr klar bei Forschungseinrichtungen, die das machen könnten und die eben auch vielleicht Transfers dann durchführen könnten über Innovationsnetzwerke und Big Data Centers. Und schlussendlich natürlich für Unternehmen, klar, aus der Studie kann man nur sagen, wenn man fast 90 Leute fragt und 70-80% sagen, das ist ein Thema, das müssen wir machen, kann man nur werben und sagen, ja, das sollten auch andere Unternehmen tun. Unternehmen sollten also die Chancen der großen Ideen, die man aus Big Data bekommen kann, auf ihre Agenda setzen und hier tatsächlich arbeiten. Das heißt aber natürlich auch, dass man entweder kooperieren sollte mit Know-how-Trägern, Anbietern, Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder eben selber grundlegende Kompetenzen aufbauen können letzten Endes. Ebenfalls wichtig wäre, dass in den Unternehmen das Asset Management im Bereich Daten stärker intensiviert wird.
denke, es wird wenige Unternehmen geben zurzeit, die explizite Valuierung, also explizite oder Monetarisierung ihrer Daten durchführen. Also sagen, wie viel sind meine Daten in Euro wert? Sind die dieses Jahr mehr wert als letztes Jahr oder sind die weniger wert als letztes Jahr? Wie viel investiere ich, um die zu bekommen? Wie viel Wert habe ich aufgebaut? So etwas sollte man tun, um letztendlich auch zu wissen, welche Daten habe ich im Unternehmen, welche kann ich einsetzen, um dann Effizienz zu steigern, Massendienstleistungen zu realisieren, Produkte zu entwickeln. So, Privacy by Design hatte ich schon gesagt, kann ich auch bei Unternehmen nur dafür werben, nicht jammern, bringt nichts, die Gesetze sind im Moment so, wie sie sind und deutsche Unternehmen müssen sich daran halten und einfach freuen, wenn auch O2 oder Telefonica aus Spanien das gelegentlich mal tun sollen, ansonsten Wettbewerbsvorteil draus machen und voranschreiten und das so tun. Also das sind unsere Empfehlungen für Unternehmen. Ich denke, mehr Detail zu all dem finden Sie natürlich in dem schriftlichen Dokument, was Anfang nächsten Jahres dann sehr ausführlich hier verfügbar sein wird. Ich denke, man hat schon bei den wenigen Informationen, die jetzt hier in dem, bei dem wenigen Detail, was im Vortrag drin war, gesehen, dass hier für Deutschland wirklich Chancen liegen. Zum einen im Bereich effizientes Unternehmensmanagement, 2 Massenindividualisierung und 3 intelligente Produkte, was eben auch besonders auf die deutschen Stärken letzten Endes einzahlt. Aber wir haben eben auch Herausforderungen. Die Forschungsdynamik ist durch eine Zersplitterung vielleicht nicht so hoch, wie sie sein konnte. Könnte der Wissenstransfer aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Befragten müsste beschleunigt werden durch geeignete Maßnahmen. Und man wird sich um das Thema Privacy and Security in Deutschland kümmern müssen. Soweit unsere Empfehlungen. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen darüber diskutieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.